Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der R-Maus. Ich habe eben schon mal ein bisschen rumexperimentiert, hat alles nicht so klappen wollen, wie es eigentlich klappen sollte. Mein Fehler war, die Box war vorher an. Ihr müsst wirklich die Box ausmachen und erst dann USB rein, am besten vom Strom trennen, dann USB rein, dann wieder Strom dran und dann funktioniert das auch richtig. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Hoppala, Entschuldigung für das Wackeln. So, und wenn ich jetzt hier R drücke, seht ihr hier die Maus. Ich bin jetzt gerade bei IPTV. So, und dann können wir jetzt hier zum Beispiel zu Kodi gehen. Ich habe ihn gerade nämlich neu gestartet, nicht wundern. Deswegen sieht das Bild gerade so ein bisschen pixelig aus. Kodi kommt gleich nochmal in einer vernünftigen Qualität, wo das denn hier alles nicht so pixelig aussieht. So, seht ihr, jetzt ist das richtig schöne Kodi, das Krypton. So, und hier funktioniert die Maus wunderbar. Ich kann hoch, runter gehen. Und hier ist die Maus. So, ich mach mal so. Vielleicht versuche ich im Video, wenn ich es bearbeite, noch ein bisschen ran zu zoomen, damit ihr die Maus seht. Hier zum Beispiel. So, und dann können wir auch jederzeit wieder Home drücken. Die Maus bleibt aktiviert. Wir können hier Bluetooth mal gucken. Da, wir können hier oben anschalten und auch ausschalten. Dann wieder das Haus drücken. Dann können wir auf Nachrichten gehen. Tastaturlayout auswählen. So, da können wir jetzt hier... So, können wir hier zum Beispiel Tastaturlayout ändern. Und, ach, hier kann ich es euch gleich mal zeigen. Hier, Deutsch, Android-Tastatur. Da gehen wir einfach mal da einen Haken hin. So, und dann können wir, wenn wir hier gedrückt halten, also den OK-Button, wenn ihr den hier gedrückt haltet, dann rastet die Maus praktisch auf dem Blatt so ein und ihr könnt mit Bewegung der Maus die Seite nach oben scrollen. Ihr müsst jetzt nicht so die ganze Maus bewegen wie ich. Ich habe es euch nur gemacht, dass ihr das sehen könnt. So, ich zeige euch das jetzt mal nur mit leichter Bewegung. Ja, ich mache nur ganz leicht. So, und dann wieder Haus drücken. So. Wir können natürlich auch TV. Und da bleibt die Maus hier auch. Nicht wundern, dass das Bild jetzt so schlecht ist. Das ist jetzt kein 4K-Sender, das ist das normale RTL 2. So, seht ihr das? So, dann können wir die R-Maus auch wieder ausmachen, weil im TV-Bereich brauchen wir die R-Maus nicht. So, da haben wir denn das. Also der Player, den gehen wir hier nochmal zurück. Wir können auch den Internetbrowser öffnen. Das funktioniert auch. Delete funktioniert nicht. TV haben wir ja an, da brauche ich jetzt nicht drücken, das seht ihr ja. Jetzt testen wir mal die Farbtasten. Was mir jetzt hier ein bisschen fehlt, ist, da habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Ah, ja, Videotext ist die Lupe. Vorspulen. Funktioniert nicht. Ja. Ach, hier haben wir noch eine Taste, oder? Nee, da ist nichts. Ton an und aus geht auch. Programm vor und zurück geht auch. Laut, leise geht auch. Das Einzige, was ich jetzt hier an der Fernbedienung vermisse, ist die Favoriteneinstellung. Ich habe jetzt keine Favoriteneinstellung gefunden. Also, dass man zu den Favoriten kommt. Wir haben hier hinten halt, wie gesagt, die Tastatur, die halt eben schon versucht, die funktioniert richtig gut. Ihr müsst halt wirklich darauf aufpassen, wenn ihr dann Zahlen drücken wollt, dass ihr da das Alt drückt. Ja, und mir ist es halt ein paar Mal passiert, bei der Eingabe von meinem Passwort und so was alles, dass ich aus Versehen Alt gedrückt hatte und dann hier den Pfeil gedrückt hatte, weil ich weiter wollte. Und dann hat er andauernd www gemacht. Ich wollte dreimal zurück, auf einmal hat er dreimal www hintereinander gemacht. Ja, also neun Ws mit Punkt.
So, jetzt möchte ich euch mal noch was zeigen. Mal gucken, ob das jetzt immer noch so funktioniert. Also wenn ihr das denn haben solltet, den Fehler. So, ich nehme das jetzt einfach mal raus. Hier ist der USB-Stick. Ich mache den jetzt mal wieder rein. Drück die R-Maus. Oh. So, nee, funktioniert nicht. So. So, hier, nee, jetzt ist sie wirklich komplett. Seht ihr das? Die ist hier komplett über den ganzen Bildschirm wieder. Machen wir R-Maus nochmal aus. So, USB raus. Strom raus. Kurz warten. Strom rein. Müssen wir jetzt kurz warten, bis die jetzt anläuft, die Box. Mal gucken, ob er das jetzt auch macht. Vielleicht hat er das jetzt ja auch schon im Speicher drin, dass so eine Maus vorhanden war und das funktioniert jetzt doch nicht so. Also der Fehler, ich will euch ja den Fehler zeigen. So, da ist jetzt meine Anchor-X. So. Ne. Achso, geht ja nicht die Fernbedienung. Ich habe ja den USB rausgemacht. So. Und jetzt stecke ich den USB hier wieder rein. So, jetzt ist er drin. Und jetzt drücke ich die R-Maus. Ich drücke nochmal die R-Maus. Ach, nee, jetzt geht's nicht. Jetzt hat er sich das gemerkt. Jetzt geht es wirklich drüber hinweg, weil ich hatte beim ersten Mal, wo ich im laufenden Betrieb die R-Maus angeschlossen hatte, war die R-Maus nur auf diesem Fernsehbildschirm, auf dem kleinen hier. Hier war sie nicht, in den Apps konnte ich sie nicht benutzen, im Google Play konnte ich sie nicht benutzen und das funktioniert jetzt wunderbar. Ich kann euch das mal zeigen, ich lasse mal jetzt die R-Maus einfach mal an und dann gehen wir hier runter. So will der jetzt nicht runter. Achso, muss ich so machen. So. So, und dann können wir hier oben jetzt zum Beispiel anklicken. So, und dann kann ich jetzt einfach diese Tastatur nehmen. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Wir suchen, was suchen wir? Wir suchen. Was suchen wir? Play, ach nee, falsch. Ach Mensch. Play. PlayStation. So, und dann drücke ich Enter und dann sucht er natürlich. Ach, hab's ja wieder falsch geschrieben. So, die R-Maus wieder. Und dann sage ich natürlich, ja, ich habe falsch geschrieben. Mach mal ditte. So, und dann haben wir hier PlayStation. Und dann können wir denn hier so, ja, haben wir hier die normale PlayStation-App. Dann können wir hier drüber den Store benutzen und so, wenn die PlayStation gerade mal nicht an ist. Ja, wir haben hier die Kommunikation, dass wir Nachrichten schreiben können. Hier könnt ihr auch PlayStation Videos runterladen. Dann könnt ihr zum Beispiel Videos, die ihr auf der PlayStation im Store gekauft habt, könnt ihr dann auch auf der Box gucken. Das ist der Messenger und das ist für Communities. So, und dann halt die normale PlayStation App. Und wenn wir jetzt hier so machen, haben wir dann hier noch die anderen Apps. So, hier haben wir so ja Until Dawn, Twitch haben wir, können jetzt Twitch hier installieren, ich gehe mal einfach mal auf Until Dawn, dann können wir das jetzt sehen, wir könnten jetzt installieren und wir können natürlich zoomen, dann können wir auch hier Bilder angucken. Und dann einfach mit der Maus rüber. So, dann können wir auch wieder zurück machen. Nochmal zurück machen. So. Ja, auch schnell funktioniert. So, und jetzt können wir hier einfach installieren drücken. Und dann wird die PlayStation App installiert. Ja, die sieht dann halt
so aus, weil ist ja ein Fernsehbildschirm, also das wird ja als Tablet sozusagen markiert. Da haben wir hier oben auch Communities, Nachrichten und alle drum und dran. Können wir hier auch noch weitermachen. Wartet. Sind hier nicht noch mehr Bilder? Ja, da. So, dann können wir hier auch wieder zurück. So, dann können wir hier um Öffnen drücken. Die ist dann natürlich bei meine Apps drin, logischerweise. So. Dauert nur beim ersten Mal so lange. Installation, Communities jetzt. Dann fragt er auch gerade, ja, dann machen wir hier einfach OK. Will jetzt aber nicht machen. Dann können wir auch mit der PlayStation 4 verbinden. Wir können auch Themen können wir auswählen. Land und Region auswählen. Da ist Deutschland. Oh, meine Maus macht gerade nicht das, was sie soll. So, Maus ist jetzt wieder aus. Jetzt seht ihr, es passiert nichts. Und wenn ich jetzt wieder gerade halte, zack, bumm. Ist er wieder da. Wir können Spiele, Blog, Videos, alles hier schön benutzen. E-Mail, Spiele. Da sagt er jetzt natürlich, dass ich mich anmelden soll. Ne, da kommen wir auf die PlayStation Blog. Machen wir zu. Jetzt kommt der Anmelde-Button. Hier machen wir auch zu. So, PlayStation Plus. Darf ich dann natürlich auch anmelden. Öffnet er jetzt gerade den Store hier. Und dann könnt ihr da dann halt auch auswählen. So. Haussymbol drücken, fertig. Auch hier unten die Schnellleiste könnt ihr dann halt zugreifen auf eure Player. Macht sich jetzt mit Tunnel natürlich gut. So, keine Verbindung. Wieso hat denn der keine Verbindung? Ich hab doch das WLAN angeschalten. Ich habe eigentlich Internet, aber okay. Aber hier Fernseher geht auch nicht. Doch, da geht's. So. Doch keine Nachricht. Da, ich habe Internet. WLAN verbunden. Dann machen wir das nochmal. Ah, jetzt. So. Machen wir Musik. Und dann haben wir hier die ganzen Radiosender. So, und das funktioniert dann natürlich alles wunderbar. So, können wir ausmachen. Ja. Also wie gesagt, ich hatte am Anfang das Problem, dass halt nur in diesem kleinen Fernsehfenster oder wenn ich auf TV richtig drauf war, dass die Maus da funktioniert hat. Da einfach Strom raus,
Also USB raus, Strom raus, warten kurz, USB rein, Strom rein, in Ruhe warten, bis die Box hochgefahren ist und dann funktioniert das auch so wunderbar, wie ich es euch jetzt gezeigt habe. Der Fehler kann halt auftreten, deswegen erst aus, dann USB rein, dann Strom wieder an. Ich werde auch mal fragen, was jetzt mit der Favoritentaste ist. Ich kriege jetzt demnächst das neue Update, dass das dann diese Fernbedienung dann richtig implementiert, dass man dann halt zum Beispiel rot oder grün oder blau, dass das dann die Favoritentaste ist. Dass das halt noch nicht richtig funktioniert, weil das neue Software-Update erst kommt. Da werde ich dann auch nochmal ein News-Up-Video machen, was sich mit der neuen Software geändert hat. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video. Ich weiß es nicht genau. Ich würde mich jetzt hier an der Stelle erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr Fragen zur Maus habt, also zur R-Maus habt, einfach raus damit. Wir sehen uns dann demnächst. Ahoi. Sagt euer Odin. Achso, ringsherum hier irgendwo. Hier ist der Abonnier-Button und hier mache ich euch noch 2, 3 Videos hin, die vielleicht noch interessant sind. Das letzte News-Video werde ich hier vielleicht noch verlinken zur Anchor Xbox. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.